Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und nach dem Unboxing-Video, bei dem ich den YouTube-Play-Button ausgepackt habe, dieser ist es hier, kommt heute das Unbringing-Video. Da geht es darum, ob ein Anwalt es schafft, mit einer Bohrmaschine, einem Dübel und ja, was sonst noch so dazugehört, einen YouTube-Play-Button an der Wand anzubringen. Das ist natürlich nicht der YouTube-Play-Button, den seht ihr allerdings jetzt. Ich packe das gute Stück mal aus, dass man schon mal hier einen kleinen Blick drauf werfen kann. Von der Susan, deren Namen ich nicht aussprechen kann, ist das hier das Anschreiben, habe ich letztes Mal euch schon vorgelesen. Und das hier ist das gute Stück. Diesen Play-Button versuche ich jetzt an der Wand anzubringen. Was habe ich dazu gemacht? Ich habe das liebste Stück mitgebracht, was ich bei mir zu Hause so rumstehen habe. Das ist nämlich meine kleine Bosch Allround, ja, sagen wir mal Akkubohrer, aber auch als Bohrmaschine zu nutzen. Das Praktische ist, wenn man Mandanten hat wie MyDeals, für die wir immer mal wieder rechtliche Beratung machen, hat man natürlich auch den ersten Zugriff auf diese Schnäppchenplattform und rund um Weihnachten gibt es dann solche tollen Sachen immer. Ich habe noch was dabei. Das ist ein Digital-Messgerät auf einen Millimeter genau. Damit messen wir jetzt erstmal ab, wo überhaupt hier auf dieser Wand jetzt der Play-Button angebracht werden soll. Und dann gehen die Probleme sicherlich schon mal weiter. Also, wo ist die Mitte dieser Wand? Ich messe jetzt mal. Das ist natürlich nur ungefähr. Die Wand ist 46 cm, also wissen wir, die Mitte ist nach Adam Riese bei 23 cm. Da mache ich mir jetzt mal einen Punkt hin bei 23 cm, dass ich die Mitte habe, auf der ich diesen Play-Button anbringen will. Ich schätze mal hier so ungefähr. Zack, Mann, bin ich gut, Leute. Also, das waren genau 22 cm, also muss der Play-Button hier reingebohrt werden. Mal gucken, wenn die Höhe überhaupt stimmt. Hier, also hier kommt das Ding rein, ungefähr hier. Ja, da würde ich sagen, das ist ziemlich mittig. Jetzt kommt allerdings das durchaus schwierigere Problem. Das habe ich gerade festgestellt. Die Wand ist hohl, ich habe aber keine Hohlraumdübel dabei. Also müssen wir mal gucken, ob wir mit diesen Fischer-Allzweckdübeln, die ich noch bei uns im Werkzeugkeller gefunden habe, hinkommen. So, das sind Fünferdübel. Fünferdübel. Dann habe ich immer die Fragestellung, wenn ich einen Fünferdübel habe, was muss ich für einen Bohrer nehmen? Ich würde ja sagen Fünferbohrer, oder? Wer hat da mehr Ahnung? Also hier der Dübel und dann Fünferbohrer. Auch da bin ich natürlich wieder bestens ausgerüstet. Ist ja klar, dass ich da auch die entsprechenden Bohrer habe. Habe auch einen Fünferbohrer. Ich fange allerdings mal an, ob das richtig ist, weiß ich nicht, mit einem Viererbohrer, um jetzt hier nichts kaputt zu machen. Und das Loch nicht zu groß zu machen. Also lieber eine Nummer kleiner und dann nochmal nachbohren, damit hier nichts kaputt geht. Also jetzt kommt das Unboring, der Unboring-Teil. Dübel, vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich habe mir so einen Multifunktionsdübel genommen. Holzdübel wären schlecht, weil die normalerweise nicht so gut in Wände gehen. Wobei bei den Wänden kann man auch Holzdübel nehmen. Woran erkennt man Steindübel? Die haben hier vorne nochmal so eine richtige, ja, so eine flache Spitze. Also ich glaube jedenfalls, dass das hier einer ist, der hier passen müsste. Also jetzt wird es hier spannend, Leute. Wir schauen erstmal, was hier hinter ist. Ich hoffe, kein Kabel, keine Leitung, ansonsten seht ihr mich hier gleich nicht mehr. So. Ja, da habt ihr es gemerkt, da war auch schon der Hohlraum. Wir sind durch, erzeugen hier unten eine Menge Dreck. Und sehen aber auch, was wir nicht sehen, der Dübel passt natürlich nicht. War ja auch nur ein Viererbohrer. Also versuche ich jetzt, gehe ich eine Spur größer. Wir nehmen mal den Fünferbohrer und gucken, ob jetzt der Fünferbohrer für den Fünferdübel passt. So, weiter geht's. So, ich gebe hier ein bisschen Gas, damit das hier auch vorangeht. Haben wir noch genug zu tun heute. So, das Futter ist drin. Ja, da kann ich schon sagen, das wird nicht passen. Und da bin ich eigentlich vor allem meiner größten Frage. Doch, passt doch. Seht ihr mal, doch, passt, passt nicht, passt, 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 passt. So, jetzt, Mann, das geht ja hier schon fast zu glatt, Leute. Aber geprobt habe ich nichts, das kann ich auch schon mal sagen. Jetzt kommt hier auf diesen kleinen Akkuschrauber, ja, noch so ein Kreuzschraubendreher. So. Wackelt ein bisschen, aber gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Nägelschnee reingekriegt haben. So.
Schön tief. Das müsste doch wohl halten. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, wo meistens dann wieder nichts gerade sitzt. Jetzt schauen wir, ob das auch hängt. So, Sekunde in die Mitte. Na, wenn das nichts ist, das ist der 100.000 Subscriber silberne YouTube-Play-Button. Er hängt an der Wand und ihr werdet ihn künftig im Hintergrund meiner Videos bestaunen können. Und wir sind auf dem Weg zur Million, noch weit entfernt, aber erst dann gibt es den goldenen Play-Button. Insofern gebt dem Kanal gerne einen Daumen rauf, abonniert den Kanal gerne, damit hier bald dieser silberne Play-Button durch einen goldenen ausgetauscht werden kann. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.